Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie verdammt scharfe Pasta One Pots. Okay, ist eine skurrile Kategorie, aber es ist in der Tat ein Pasta-Gericht, ein One-Pot-Gericht und scharf wird's auch. Wir machen Chili Cheese Macaroni und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Für unsere Chili Cheese Macaroni brauchen wir Käse und zwar dreierlei Sorten, die wir in unserem Wunderkessel erstmal zerkleinern müssen. Wir haben einmal 50 Gramm Bergkäse, 50 Gramm Parmesan und 80 Gramm Emmentaler. 10 Sekunden wird das jetzt in unserem Kessel zerkleinert und zwar auf Stufe 7. Den Käse füllen wir jetzt um. Den mache ich jetzt in ein Schüsselchen und das ist schon ordentlich gekrümelt. Und mir steigt bereits der Duft von frisch geschältem Knoblauch in die Nase, denn unsere nächsten Zutaten stehen hier schon bereit. Ich lasse jetzt ein bisschen Käse hier drin. Da haben wir nämlich eine Chilischote, die habe ich natürlich entkernt und zwei schöne große Zehen Knoblauch. Eine Handvoll Petersilie kommt ebenfalls hinein und das wird 5 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Wir sollten das mit dem Spatel ein bisschen nach unten schieben, denn da setzt sich natürlich immer viel an der Wand unseres Kessels fest. Oje, da kommt mir gerade der ganze Chili-Dampf entgegen. Oh, das reizt aber ganz schön. 20 Gramm Olivenöl müssen noch mit rein. 3 Minuten wird das Ganze angedünstet auf 120 Grad auf Stufe 1 und dann melde ich mich wieder. Unser Chili-Knoblauch ist angedünstet und mein lieber Mann, das kommt ganz schön aromatisch rüber. Aber es geht weiter im Text. 500 Milliliter lauwarmes Wasser habe ich hier schon mal vorbereitet. Geben wir in den Kessel hinein sowie 100 Milliliter Sahne. Ein Teelöffel Salz kommt noch hinzu, etwas Pfeffer natürlich und was an diesem Gericht auch nicht fehlen darf, ist eine Prise Muskat. Jedes Mal mache ich die falsche Seite auf, immer. Ich mache nie die richtige Seite auf. Was mache ich verkehrt? Das Ganze kochen wir jetzt auf. Es muss natürlich 100 Grad haben, denn da kommen jetzt unsere Macaronis gleich rein. Ich schätze mal so zwischen 5 und 6 Minuten. Wir sollten das allerdings ein bisschen im Auge behalten, denn sobald das anfängt zu kochen, machen wir das Gerät aus. Bis gleich. Unsere Temperatur ist erreicht. Was wir jetzt als nächstes natürlich hinzugeben, sind unsere Macaroni und davon eine halbe Packung. Ich habe also hier 500 Gramm, 250 Gramm Macaroni kommen dazu. Und 9 Minuten wird das Ganze jetzt nochmal 100 Grad gekocht. Hier ist es wichtig, dass wir die Sanftrührstufe Linkslauf einschalten, damit unsere Macaroni schön Form behalten und das Ganze nachher nicht matschig ist. Mann, das riecht so gut. Aber es sind natürlich doch keine Chili-Cheese-Macaronis. Im Moment sind es nur Chili-Macaronis. Aber ich muss da jetzt doch mal. Ich kriege ja immer Ärger, wenn ich aus dem Pott esse, aber das ist mir egal. Ja, Macaronis. Oh, mit Chili. Jetzt muss noch der Käse rein. Den geriebenen Käse, den verrühren wir jetzt so lange hier im Kessel mit dem Spatel, bis der sich aufgelöst hat. Aber ich bin gerade im Überlegen, ob ich das nicht geschickterweise in der Schüssel mache. Ich glaube, ich mache das direkt in der Schüssel, weil sonst habe ich nachher den ganzen Kladderadatsch da wieder rauszupulen. Ich glaube, so ist es einfacher. Ich hole mal die Schüssel und dann machen wir das. Ja, das klebt jetzt schon da unten alles drin, aber kein Problem, denn ich habe den Teigtwister und mit dem kann man auch Macaronis raustwisten. Was raus? Ja, ein bisschen hängt noch am Rand, aber da kann der Teigtwister nichts für. Ich glaube, so ist es wesentlich einfacher, als wenn man das nachher mit dem Käse, dann klebt es ja noch mehr.
da habe ich jetzt echt richtig Lust drauf. Mit Bergkäse und Parmesan. Oh, genial. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Also, der Käse schmilzt langsam. Boah, wie gut. Man kann sagen, was man will. Das ist mit Sicherheit kein Gericht für jemanden, der einer strengen Diät folgen möchte. Aber es ist bestimmt großartig. Jetzt nur noch auf den Teller anrichten und essen. Bis gleich. Es gibt Chili Cheese Macaroni. Gott, wie ich das liebe. Es riecht so fantastisch. Ich will jetzt auch echt, ehrlich gesagt, hier gar nicht viel rumreden. Das Übliche, ihr kennt das Spiel, ne? Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und so weiter und so fort. Leute, ich muss jetzt essen. Wenn das so gut schmeckt, wie es riecht, ist das Video jetzt vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, guten Appetit.